So, nach dem Streicheinsetzen sind die Schienenprofile jetzt so weit, dass sie sogar schon eingebaut werden können. Was jetzt aber dran ist, das sind diese Treppenstiegen hier, damit auch die eingebaut werden können. Die Farbe hat zum Glück eine unheimlich lange offene Zeit, vor allen Dingen, wenn man dann noch ein bisschen Wasser dazu rührt. Und los geht's. Das war die eine Innenseite. Zweite Innenseite. Stufen von unten. Von der Seite. Besonders wichtig, weil am besten sichtbar die Stufen von oben. Die Unterseite Nummer 1. Die Unterseite Nummer 2. Stufe von unten. Stufe von oben.
unter Seite Nummer 1. Die Unterseite Nummer 2. Stufe von unten. Und auf zum nächsten. Unterseite Nummer 1. Unterseite Nummer 2. Stufen von unten. Und die Stufen von oben. Da ist noch was. So. Jetzt kann ich die Bahnsteigkanten einbauen.
Und für einen Moment muss ich die Arbeiten unterbrechen.